Servus und hallo Grill- und Kochfreundinnen und Freunde. Heute möchte ich euch ein Rezept für Mayonnaise vorstellen. Und zwar das schnellste Rezept, das ich kenne. Und es ist nicht von mir, sondern ich habe es mir von meinem Bruder abgeschaut. Und zwar, als ich einmal hier gesessen bin, kommt der rein zu später Stunde, möchte sich noch einen Snack machen, möchte Mayonnaise. Und was beobachte ich? Er füllt alle Zutaten in einen Behälter, Pürierstab hinein und er hat eine Top-Mayonnaise und das nach Gefühl. Ich musste ein bisschen rumexperimentieren, damit ich euch natürlich auch das genaue Rezept noch hier unter das Video in die Beschreibung setzen kann, stellen kann. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie diese schnelle Mayonnaise gelingt. Viel Spaß! So, wir haben hier ein Ei. Zack, rein. Weiteren, ein Spritzer Zitronensaft. Einen halben Teelöffel Pfeffer und einen halben Teelöffel Salz. Eine Prise Zucker und einen Teelöffel Senf, mittelscharf. Ich gieße mit 125 ml Öl auf. Jetzt kommt der Pürierstab hier hinein. Es muss ein hohes Gefäß sein, ein schmales, hohes Gefäß. Höchste Stufe. Ich sag's euch, das ist ein Traum. So müsst ihr unbedingt einmal eure Mayonnaise zubereiten. Ihr könnt sie natürlich für ganz viele Sachen verwenden. Da muss ich euch ja nichts erzählen zum Dippen auf den Burger. Ihr könnt Salatsoßen damit verfeinern. Also, und sie schmeckt besser als die gekaufte. Das muss ich wirklich sagen. Das ist ganz toll. Und ihr seht, wie schnell sie zubereitet ist. Ich hoffe, mein kleiner Trick, mein kleines Rezept hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn dem so ist. Hinterlasst mir ein Abo, dann sehen wir uns regelmäßig. Vergesst auch die Glocke nicht, so werdet ihr immer über meine Videos informiert. Und jetzt ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Eure Frau am Grill, macht's gut.